Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video aus Kenia. Ja, und heute habe ich eine wichtige Nachricht für euch. Bei uns steht eine große Veränderung an, die ich euch in diesem Video verkünden möchte. Ja, und diejenigen von euch, die uns schon auf Instagram folgen, die haben das vielleicht schon mitbekommen. Ansonsten könnt ihr ja da einfach mal vorbeischauen. Ja. Bevor ich aber darauf eingehe, lasst mich erst von unserem letzten Roadtrip durch Kenia erzählen und ja, einige Videosequenzen davon zeigen. In den Osterferien sind wir von Nairobi zum Amboseli-Nationalpark gefahren, dann weiter zur Südküste nach Diani Beach, weiter in den Norden nach Malindi und dann zum Abschluss in den Tsavo East Nationalpark. Ja, und was wir da so alles erlebt haben, ob das alles reibungslos war und was für spannende Eindrücke wir da haben, das seht ihr jetzt und dann sehen wir uns gleich wieder. Wir sind jetzt also unterwegs von Nairobi zum Amboseli Nationalpark und nach gut 4 Stunden haben wir unser Camp erreicht. Es war eine recht schöne Anlage mit zum Beispiel solchen Stelzenhäusern, aber es gab auch ganz normale, ganz einfache Wohneinheiten, also ein absoluter Preis-Leistungstipp hier. Ja, und dann am anderen Morgen sind wir dann unterwegs mit einem Safari-Driver zum Amboseli National Park. Nach einer halben Stunde haben wir das Gate erreicht und jetzt war einfach nur noch die Frage, sehen wir heute den Kilimanjaro oder nicht? Die Antwort kurz und knapp: Ja, wir haben ihn gesehen. Er hat sich also nicht unter Wolken versteckt, sondern wir hatten einen traumhaften Blick auf ihn. Ja, und ihr seht es selbst. Ja, einfach fantastisch. Der Amboseli Nationalpark ist vor allem bekannt für seine riesigen Elefantenherden. Und ja, das können wir wirklich bestätigen. Wir haben massig viele Elefanten gesehen. Hier konnte man dann mal eine längere Pause machen von der vielen Fahrerei und die Treppen hier hochgehen auf diesen Hügel und diese wunderschöne Aussicht genießen. Ja, und dann kamen wir an eine Stelle, an ein Wasserloch. Das war wirklich aufregend. Während die erwachsenen Elefanten also fleißig am Trinken waren, dachte sich das erste Tier, das Jungtier, ach, ich gehe mal ein bisschen schwimmen. Ja, und die nächsten jungen Elefanten machten es ihm nach. Und so gingen die Kinder alle schön in die Badewanne, während die Nilpferde zuschauten. Es war wirklich ein mega Spaß. Also wir haben da ewig lange gestanden und haben diesem Treiben zugeschaut. Es war einfach so schön zu sehen. Ja, und die Erwachsenen hatten dann langsam keine Lust mehr und wollten so nach und nach alle gehen. Aber die Kleinen hatten einfach noch keine Lust, aus dem Wasser zu gehen. Man kennt das ja. Hier kamen wir dann an eine Stelle, die war nicht ganz so einfach zu befahren. Wir sind dann durchgefahren, aber schwupps, da wurde es dann ja doch auf einmal ganz schön tief. Und ja, gut, dass wir so ein Safari-Auto hatten und nicht mit unserem eigenen Auto unterwegs waren. Flamingos bekamen wir dann auch noch zu sehen. Die hatten wir bisher nur in Nakuru gesehen und da nur von sehr weit weg. Und diesmal konnten wir sie wirklich von nahen begutachten. Es war rundum eine super tolle Safari und ich finde landschaftlich den Amboseli wirklich
einen der schönsten Parks überhaupt in Kenia. Nach zwei Übernachtungen im Amboseli Nationalpark sind wir dann unterwegs an die Küste zum Diani Beach und wir dachten diesmal, wir könnten mal die Mombasa Fähre, wo man so lange mal anstehen muss, umfahren. Ja, Google hat uns da eine Alternative angezeigt, wo man eigentlich denken würde, das geht super, aber wie man sieht, es war eine holprige Strecke, es hat ewig gedauert und ja, wir hatten ein bisschen Hoffnung, als dann wenigstens dieses Matatu entgegenkam und es geschafft hat, dann haben wir uns gedacht, komm, dann schaffen wir das auch und ja, irgendwann, wie ihr jetzt seht, war am Horizont auch das Meer zu sehen und wir waren fast da. Zum Diani Beach will ich dann diesmal gar nicht viel berichten, wir waren wieder in unserem Lieblingsapartment in unserer Lieblingsferienwohnung und ich verlinke das natürlich gerne für interessierte Menschen. Ansonsten, wenn ihr da einen ausführlicheren Bericht sehen wollt, dann verlinke ich euch einfach ein Video von uns zum Diani Beach. Nach 4 Tagen Diani Beach wollten wir dann weiter in den Norden nach Malindi und wir mussten dann doch die Fähre nehmen und dann seht ihr mal hier so richtig im Schnelldurchlauf das Chaos. Also wir haben auch da wieder fast 2 Stunden gestanden, bis wir überhaupt auf der Autofähre drauf waren. Ja, und wenn man dann immer wieder sieht, wie in Kenia Auto gefahren wird und mit welchem Chaos man dann meint, auf die Fähre fahren zu müssen, ja, dann wundert es einen nicht, dass man natürlich überall immer ewig im Stau steht. Wir sind jetzt noch nicht angekommen in Malindi, sondern wir hatten eine Überraschung für die Jungs und sind in Mombasa in den Wasserpark gegangen. Also wir hatten denen die ganze Zeit davon nichts erzählt und haben dann in Mombasa einfach angehalten und sind hier rein und hatten natürlich, wie man sieht, jede Menge Spaß. Und natürlich nicht nur die Kinder. Am späten Abend sind wir dann in Malindi angekommen und werden hier die nächsten 4 Tage verbringen. Hier seht ihr den Weg zum Malindi Beach. Es war ja auch eine schöne Zeit, wobei man hier ehrlicherweise auch sagen muss, dass Malindi, glaube ich, die besten Tage hinter sich hat, leider sehr heruntergewirtschaftet ist. Also uns gefällt da Diani doch deutlich besser. Aber es war nichtsdestotrotz trotzdem auch eine schöne Zeit. Hier waren wir zum Beispiel bei einem Italiener direkt am Strand essen. Das war auf jeden Fall ein toller Tag. Super Essen, super Service dann direkt am Strand. Also da konnten wir nicht meckern. Am letzten Tag wollten wir dann noch mal alle zusammen schnorcheln gehen. Ich musste leider wegen eines Magen-Darm-Infektes passen, aber meine Jungs und meine Frau hatten mit Sicherheit jede Menge Spaß, wie man hier in den Bildern noch mal sehen kann. Gefilmt wurde hier übrigens alles von Max, also da würde ich sagen, mal einen kräftigen Daumen nach oben geben. Das hat Max toll gemacht. Es ist nämlich gar nicht so einfach, sich aufs Schnorcheln, Schwimmen und gleichzeitig Filmen zu konzentrieren. Und ja, das hat er wirklich super gemacht.
Unsere letzte Station war dann der Tsavo East Nationalpark. Aber wir wurden mehrfach aufgehalten, wie ihr seht. Einmal von Kühen, einmal von Schafen. Und dann auch nochmal von Zebras. Aber wenn wir an dieser Stelle gewusst hätten, dass wir gleich 50 Kilometer durch Tsavo East fahren, dem größten Nationalpark Kenias, bis zu unserer Unterkunft im Nationalpark, ohne ein einziges Tier zu sehen, ja, dann hätten wir uns natürlich ein bisschen mehr gefreut über diese Begegnungen auf der Straße. Ja, ihr seht mich hier jetzt in diesem Camp, direkt an einem Wasserloch gelegen. Wir haben es uns also nochmal richtig gut gehen lassen, haben aber leider nicht wirklich Tiere dort entdecken können, außer hier die paar Vögel und ein paar Affen. Aber ein Schauspiel gab es dann doch. Nämlich einmal zum Sonnenuntergang und dann am nächsten Morgen zum Sonnenaufgang in die andere Richtung kamen Millionen und Abermillionen von Heuschrecken. Das ganze Schauspiel dauerte ungefähr eine halbe Stunde. Ja, am nächsten Tag Heimreise nach Nairobi, nochmal 10 Kilometer durch den Tsavo East fahren und diesmal hatten wir Glück und haben nochmal wenigstens eine Elefantenherde gesehen. Ja, und das war dann unser Roadtrip von Nairobi über Amboseli nach Diani, Malindi und Tsavo East. Ja, das war unser Roadtrip in den Osterferien. Ja, und danach begann hier in Kenia die Regenzeit und ja, El Niño hatte diesmal ordentlich zugeschlagen. Vielleicht habt ihr das ja auch in Deutschland mitbekommen, wie es hier abging. Leider waren es wieder einmal die armen Menschen, vor allem in Matare, einem armen Viertel in Nairobi, die am stärksten betroffen waren. Aber selbst einige Kolleginnen meiner Frau mussten sich eine neue Bleibe suchen, da ihre Häuser meterhoch unter Wasser standen. Wir hatten Glück, unser Zuhause blieb verschont, dank seiner guten Lage auf einem höheren Hang. Ja, und jetzt ist die Regenzeit im Juni endlich vorbei und die Aufräumarbeiten laufen auf Hochtouren. Es war wirklich eine harte Zeit für viele Menschen hier, aber jetzt heißt es nach vorne schauen und unsere Veränderungen im Familienleben anpacken. Ja, dann kommen wir mal zu dem, was ich euch Wichtiges zu sagen habe. Es fällt mir nicht leicht, das vor der Kamera zu sagen, obwohl ich hier ganz alleine bin, aber ja, es muss halt doch raus. Nach 2 Jahren in Kenia kehren wir nach Deutschland zurück. Tja, warum, fragt ihr euch vielleicht. Nun, es gibt da natürlich mehrere Gründe, die ich jetzt aber auch aus Privatsphäregründen nicht nennen kann. Ja, manchmal passieren halt Dinge im Leben, die man nicht planen kann und ja, die einen dann dazu zwingen, Entscheidungen zu treffen. Es ist auch keine einfache Schwarz-Weiß-Entscheidung, also nicht alles hier war jetzt schlecht, aber es ist halt an der Zeit für Veränderungen in unserem Familienleben. Ich kann aber natürlich schon so ein bisschen was darüber erzählen. Also zum Beispiel haben wir ja schon vor dem Umzug nach Kenia gesagt, wenn sich einer aus der Familie sehr unwohl fühlt mit der neuen Situation, dann werden wir das Ganze abbrechen. Ja, und dazu ist es gekommen. Dazu muss man auch bedenken, wie das Leben hier im Alltag, also sei es auf der Arbeit bei meiner Frau ist oder in der Freizeit, gerade auch für unsere Kinder und so weiter. Dann habe ich keine Arbeitsstelle hier bekommen. Es ist ja so immer Kenianer first, ja, also das, was in Deutschland immer für alle irgendwie undenkbar ist, sowas auszusprechen, ist hier ganz normal und ich finde das auch nicht schlimm. Es gibt nun mal viele Kenianer ohne Arbeit und dass da die Regierung sagt, ein Kenianer bekommt immer zuerst eine Stelle und nur wenn es nicht anders machbar ist für ein jeweiliges Unternehmen, dann bekommt man natürlich auch als Ausländer die Arbeitsgenehmigung. Ja, und
Es hat halt nicht so geklappt, wie ich mir das vorgestellt hatte und wie sich vielleicht auch der Arbeitgeber meiner Frau sich das vorgestellt hat und mir was anbieten zu können. Also wenigstens hatte ich im zweiten Jahr eine Doppelstunde an der deutschen Schule, wo ich im Schulgarten was mit Fünft- und Sechstklässlern gemacht habe. Und im zweiten Halbjahr konnte ich dann eine Sportstunde noch für die Kita leiten. Das sind alles Dinge, die mir natürlich sehr viel Freude machen. Aber es ist natürlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein, solche kurzen, ja, Einheiten. Und ansonsten, ja, hat mich dann der Alltag irgendwann eingeholt und ja, ist dann nicht so schön, nichts zu tun zu haben und nicht irgendeinen wichtigen Beitrag leisten zu können, der einen auch selber irgendwie erfüllt. Ja, und auch das ist natürlich ein Argument gegen einen längeren Aufenthalt hier. Ja, jetzt geht's also nach 2 Jahren Kenia wieder zurück nach Deutschland. Wir haben also, so könnt ihr euch ja sicher vorstellen, einiges jetzt wieder zu regeln und ja auch überlegen müssen. Ja, also wo geht es hin nach Deutschland? Wo werden wir eine Arbeit finden, eine Wohnung etc.? Tja, und nur so viel dazu, wir haben etwas gefunden. Und ja, auch wenn wir Deutschland weit gesucht haben, kam unsere Heimat und sogar unser Heimatdorf, wo wir letztendlich ja herkommen, wieder dabei heraus. Also das war so eigentlich nicht geplant, aber letztendlich sprach vieles dafür. Und dass wir dann sogar in unserem kleinen Dorf wieder eine Wohnung gefunden haben, das freut uns natürlich umso mehr. Ja. Ja, und deshalb, weil wir in den letzten Wochen so viel für den Umzug natürlich zu planen haben nach Deutschland, wie wir das Ganze angehen, hatte ich natürlich wenig Zeit, neue Videos zu produzieren und deswegen jetzt erst wieder ein neues Video. Ja, und ihr fragt euch sicherlich jetzt auch, wann endet das Ganze hier und wann kehren wir nach Deutschland zurück? Ja, wir haben jetzt Mitte Juni und in 3 Wochen bekommen unsere Kinder Schulferien und nur einen Tag später wird unser Flug zurück nach Deutschland gehen. Unser Haus hier leert sich täglich. Wir verkaufen sehr viele Möbel und Dinge, die wir hier besitzen und werden nur unsere wichtigsten Dinge per Luftfracht dann nach Deutschland bringen und dann quasi in Deutschland von vorne starten. Ja, und wie die letzten Tage so werden, ja, da nehme ich euch noch einmal mit und dann wird dieser Kanal aber auch nicht stillgelegt, keine Sorge. Wir wollen nämlich in Deutschland schon gerne viel auf Reisen gehen und Dinge entdecken. Ich denke, in Deutschland selbst, aber auch in Europa gibt es viele Dinge, die man zeigen kann und die wunderschön sind. Ja, und außerdem habe ich ja den Kanal mal als Selbstversorgerkanal gestartet mit vielen Themen wie Gärtnern und gesunden Rezepten selber herstellen und so weiter. Ja, und vielleicht knüpfen wir an diese beiden Dinge dann, also Reisen und Selbstversorgung, wieder an. Falls ihr jetzt noch Fragen habt zu unserer Situation und wie es weitergeht, dann schreibt es gerne in die Kommentare und sofern ich diese Frage beantworten möchte, dann tue ich das natürlich auch gerne. Bleibt uns bitte gerne treu. Ein Abo tut ja auch nicht weh, also es kostet euch ja nichts, einfach uns erstmal treu zu bleiben und ja, vielleicht gefallen euch ja unsere neuen Themen noch mehr als die hier aus Kenia oder genauso und ja, dann bin ich für heute raus und sage Tschüssi, bis zum nächsten Mal.